Und schön, dass ihr alle da seid. Ihr wart heute zum Teil schon über Tag da. Die meisten wissen, was wir tun, aber ein paar sind heute Abend noch gekommen, die meinten, erzählst du doch mal, was Coworking ist. Coworking habt ihr draußen gesehen, es gibt ganz viele Schreibtische und wir arbeiten zusammen, aber wir arbeiten nicht in derselben Firma. Das heißt, es sitzen nebeneinander Leute wie zum Beispiel die Martina, die im Support arbeitet, ich, die Social Media Unterstützung mache, der Rainer, der im Software Sales ist, die Katrin ist Fotografin, der Horstel, der arbeitet nicht mit uns, die Caroline manchmal auch nicht, aber es gibt halt trotzdem Leute, die immer mal wieder da sind. Ja, du verkaufst und trotzdem, genau, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, irgendwie fehlt mir doch gerade jemand. Roberto verkauft Immobilien zum Beispiel. Und es ist halt ein Miteinander, obwohl man eben nicht wirklich in der gleichen Firma miteinander arbeitet. Und dadurch gibt es auch viel Austausch. Und was ich heute wieder klasse fand, durch den Geburtstag kamen Leute zusammen, die sonst immer mal nur einen Tag da sind und die anderen nicht treffen. Und heute haben sich dann wieder so ein paar zusammengefunden, die gesagt haben, Mensch, wir haben eigentlich zusammen richtig gute Ideen und das wollen wir jetzt auch weiterspinnen und uns regelmäßig treffen. Und das ist wirklich das, was ich seit 2009 mit Coworking kennengelernt habe. Es kommen diese verschiedenen Menschen zusammen und es entstehen wirklich neue Dinge. Das hier hätte es nicht gegeben, wenn ich nicht in einem Coworking-Space in München gearbeitet hätte und nicht irgendwo mit Leuten darüber gesprochen hätte, ich habe so eine fixe Idee, was denkt ihr denn davon? Mallorca und Coworking, Ferien und Coworking, ist es völlig absurd oder ist es eine gute Idee? Und man wurde bestärkt und deswegen sind wir auch hierher gekommen und haben diesen Schritt gemacht. Und jetzt haben wir schon das erste Jahr. Das erste Jahr hinter uns, ja. Genau. Ohne auch euch, die ihr uns immer wieder empfehlt, unterstützt, herkommt, und sind wir halt auch überhaupt noch dieses Jahr da und machen, was wir tun und freuen uns, dass wir das tun. Ja, mehr hier tun als in Deutschland, in dem, wo wir immer mal wieder waren in den letzten Monaten. Aber die nächsten Monate wird weniger in Deutschland sein, remote arbeiten, das wird es auch so langsam mehr geben und das braucht einfach alles seine Zeit. Genauso wie guter Gin seine Zeit braucht, werden wir auch gleich von Stefan hören und von Paul. Sorry for the German. Und er ist es gewohnt. Und es ist ein bisschen, manchmal ein bisschen hart, wenn man hier alleine sitzt, aber es kommen mehr und mehr Leute und die Idee braucht da so ein bisschen, bis sie Platz findet in den Hirnen und im täglichen Arbeitsablauf, dass man auf die Idee kommt, auf New York auch zu arbeiten und nicht nur das Bier zu genießen, den Wein oder gutes Essen, dass man abseits vom Ballermann auch findet und vor allem das gute Essen und auch andere gute handwerkliche Sachen. Und ich bin wieder erstaunt, wie viele Sachen wir hier finden, wie Pep-Limon zum Beispiel, aus den überschüssigen Zitronen eine Limo zu machen, die auch noch in der einzigen Abfülleranlage auf Mallorca in Flaschen gefüllt wird und hier verteilt wird. Dann, wer war der Name in Soyer, der die Orangen wieder richtig zu einem Exklusivprodukt mehr oder weniger gemacht hat, und das Eis, komme ich mir auf den Namen. Feta Soja. Feta Soja, genau. Und die Katja, die hier das mit Flor de Sal gemacht hat vor 15 Jahren, einfach Sachen wiederbelebt hat und gezeigt hat, dass es auf Mallorca auch was anderes gibt als billigen Tourismus und ein bisschen gucken, sondern Schätze wie den wilden Wacholder hier zu heben. Und da finden wir auch schon die Überleitung zu Stefan und Paul von Geneva, die uns heute nicht nur erzählen werden, wie man Gin macht, wie man guten Gin macht, wie man ihn trinkt, sondern auch Arbeitsproben mitgebracht haben und wir uns dann in einer Art Stiftung Warentest davon überzeugen können, dass es Hand und Fuß hat und auch sehr gut schmeckt. Ja, also herzlich willkommen auch von unserer Seite. Paul wird das Ganze ja ein bisschen auf Katalanisch machen. Paul, lo va contar en catalán? Ihr kennt das ja schon von den Ablehnungsabenden. Es ist Französisch, pues, eh? No es Katalan. Nee, Mallorquín, no. Pues, quieres tú hacer la introducción en catalán? Bona tarda a tothom. Presentem aquí Ginebra, que és una ginebra d'aquí, de la illa de Mallorca, amb la particularitat d'estar feta amb taronja de la illa i llimona de la illa, i també ginebra d'aquí, de Mallorca. ¿Vale?
Crec que una persona, no? Només m'entén, no? Jo t'entenc, jo t'entenc. Basta un dos. Dos. A veure, Ginebra és un producte artesanal fet a Llucmajor, a la destil·leria que tenim. És un projecte personal de Stefan Winterling, que és enòleg alemà d'aquí de Mallorca, que treballa per la bodega Son Campaner, i com projecte personal pues, fa la Ginebra. Ginebra és er hat das ganze Projekt mir vorgestellt. Das Spezielle bei Ginebra ist einfach, dass es ein Gin ist, der mit lokalen Produkten gemacht wird. Das Wichtigste oder die wichtigsten Zutaten sind Wacholder, was die wichtigste Zutat generell in einem Gin ist. Und Zitronen und Orangen von hier, von der Insel. Wir benutzen zum Beispiel den Wacholder aus Estreng. Und Zitronen und Orangen auch von hier, von der Insel. Als frisches Produkt. Das ist ein Projekt, das ich seit 2012 habe ich es ungefähr angefangen, zusammen mit meiner Frau, mit Eva, daher kommt auch der Name. Auch weil es ein bisschen ein Wortspiel ist mit Geneva und Eva. Wir destillieren den Gin in Llucmajor. Ich mache das noch ein bisschen nebenher, hauptsächlich arbeite ich auch im Weinbau. Ich bin seit 2008 hier auf der Insel, arbeite seitdem auch im Weinbau für verschiedene Weingüter. Und Paul ist so seit einem guten Jahr auch mit im Team, das ist sehr klasse, manchmal ein bisschen zu dritt. Und er kümmert sich eigentlich um Marketing und Vertrieb, weil ich bin eher der Produzent, das ist, was mir liegt. Ja, das war so ein Punkt, das, was er hat. Ich kann auch weitermachen, ihr wisst sich jetzt nicht von der Lage. Ginebra está present aquí en Mallorca. En botiga d'aquí de gourmet, ¿vale? Que és un producte gourmet, també en restaurants Michelin o d'alta categoria, com el Canaconeta o el Miceli o el Zaranda, per exemple, i també en hotels de categoria. També. A part d'aquí de Mallorca, està present també a Alemanya, a Suïssa, a Bèlgica. Cada cop està més conegut i més apreciat. Vale. La relació molt propera amb la IAD de Mallorca només està escrita en la etiqueta, però també en l'aroma molt especial que té la Ginebra aquesta. Also, was er gesagt hat, ist, wir verkaufen uns in Gin hauptsächlich hier auf der Insel, in Restaurants, auch in Fachgeschäften. Und es gibt natürlich auch in Deutschland, Schweiz, Belgien, ein bisschen in Luxemburg noch. Wir wachsen da auch gerade noch ein bisschen rein. Wir sind immer noch ein sehr junges Produkt, also langsam geht es ein bisschen besser und auch schneller. Was uns immer hilft, unser Produkt zu verkaufen, ist einfach die Mallorca ist einfach so ein bisschen das Zauberwort. Das ist uns sehr hilft, so im deutschsprachigen Raum auch gerade das gut zu verkaufen. Das ist sehr interessant einfach, der Bezug zu Mallorca. Gin ist ja wirklich mittlerweile in aller Munde und es gibt wirklich eigentlich keinen Landstrich, wo mittlerweile kein Gin hergestellt wird. Klima. Ist, ne? Und da ist Mallorca doch noch so etwas Besonderes. Welcher kennt den von Mallorca? Genau, Menorca ist ja ein ganz klassischer Gin, das war ja mit Englisch besetzt, deswegen gibt es da schon immer den Gin schon länger. Der auch sehr schön ist, das ist halt was ganz Spezielles, auch so, das hat sogar ein eigenes DO, also eine geschützte Herkunftsbezeichnung der Menorca Gin. Das ist ein sehr klassischer, aber holpriger Gin mit. Oder kannst du die Tür noch? Die geht nicht automatisch zu. Den gibt es schon immer, deswegen ist es auch einer von den ältesten Gins. Der schon lange vor dem ganzen Gin-Hype eigentlich auch präsent war. Und jetzt ist ja auch so, dass es auf Mallorca viele Gins gibt. Ich fange einfach mal ganz vorne an. Ich glaube, das ist einfacher, weil schon ist es immer schwierig, wenn er was sagt, was ich eigentlich sagen will. Also ich glaube, ganz grundsätzlich zum Verständnis von Gin muss man generell erstmal erklären, was ist eigentlich ein Gin.
Und Chin ist eigentlich, das Rezept ist weit offen und das Gesetz, also das Gesetz unterteilt Chin eigentlich grob in drei große Macharten. Vielleicht auch in vier mittlerweile, es gibt auch noch Dry Chin, noch eine neue Sache. Was alle Chins gemeinsam haben, ein Chin muss, die dominante Note von Chin muss vom Wacholder kommen. Kommt sie nicht vom Wacholder, dann ist es nicht wirklich ein Chin. Also Wacholder muss vorschmecken, danach ist das Rezept weit offen, man kann machen, was man möchte. Dann ist es so, es gibt zum einen Compound Chins. Das ist die billigste, einfachste und auch schlechteste Möglichkeit, einen Chin herzustellen. Das ist Prima Sprit mit Aroma. Das hat auch mal viel zu destillieren. Da gibt es auch einige Konsorten hier auf der Insel, die das mittlerweile herstellen. Eigentlich sind wir der einzige Gin, der auf der Insel destilliert wird. Mit einer kleinen Ausnahme. Alle anderen Gins sind entweder importiert oder sind wirklich nur Mischungen aus Prima Sprit und Aroma aus der Tube. Das sind, wie gesagt, die Compound-Gins. Dann gibt es eine große Gruppe, das sind die Distill-Gins, das sind ganz berühmte Gins drin. Sowas wie Gin Marais oder auch Hendrix. Das sind Gins, die werden hergestellt hauptsächlich aus destillierten Essenzen, werden aber immer noch mit Aroma glatt gebügelt. Zum Beispiel so eine große Marke wie Tanqueray oder der Tanqueray 10, das sind ganz berühmte Gins. Die müssen auch immer so schmecken, wie sie schmecken. Würden die das alles destillieren, hätten sie erhebliche Schwankungen drin in ihrem Gin. Das heißt, die tun dann schon noch mit Zitronenessenz und Wacholderessenz das Ganze nochmal einstellen, dass das so schmeckt, wie es immer schmeckt soll. Essenz hört sich schön an, aber es sind im Endeffekt Industriearomen, die natürliche Industriearomen, die dafür verwendet werden. Das sind die Destill-Gins. Und dann gibt es noch eine Kategorie, das ist die allernobelste Art und Weise, einen Gin herzustellen. Das ist London Gin oder London Dry Gin. Hat nichts mit London zu tun, das ist wirklich eine Machart. Und das bedeutet einfach, dass das ganze Aroma in der Flasche ist so aus der Brennerei gelaufen und wird nur noch mit Trinkwasser auf Trinkstärke verdünnt, vielleicht nachher. Das bedeutet, dass man alle Zutaten zusammen in Alkohol mazeriert und auch zusammen destilliert. Man kann das nicht mit einzelnen Essenzen arbeiten oder einzelne Botanicals brennen und das Ganze dann kuvertieren wie ein Wein. Das geht nicht, man muss alles zusammen mazerieren und alles zusammen destillieren. Das ist so die grobe Einteilung und Gin Ever, jetzt speziell ist gemacht wie ein London Gin. Alles, was unten in der Flasche ist, wird auch so aus der Brennerei raus. Wir schreiben da nicht auf die Flasche, wir schreiben Mallorca Dry Gin, also eigentlich Artisan Mallorca Dry Gin schreiben wir auf die Flasche. Einfach, dass wir den Bezug noch stärker auf Mallorca fokussieren. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um was in die Gläser, um eine kleine Probe pur einzuschenken in die Gläser. Wahrscheinlich ist es sehr trocken, das Ganze. Podemos un, sí, solo he hecho un mini discurso sobre los ginebras en general, compadre. Sí, sí, te digo, sí. Y creo que ahora ponemos algo en las copas. Sí, así sí, nos ¿quieres ver el video? Ah, bueno, ya te machen wir el video y ver el video. Sí, genau, das Video erklärt es eigentlich noch viel besser, wie ich, was ich alles erklärt habe.